Die asiatische Tigermücke wird sich in Deutschland weiter ausbreiten. Gründe dafür sind der intensive Waren- und Reiseverkehr, aber auch die höheren Temperaturen, die dazu führen, dass die Tigermücke ohne Probleme bei uns in Deutschland überwintern kann. Und insofern wird sie in mehr und mehr Städten auch in der Zukunft nachgewiesen werden, wie jetzt gerade in Würzburg. Genau, wann wird die Mücke gefährlich? Die Tigermücke ist eine invasive Art, die sich in Deutschland ausbreitet. Sie ist problematisch, weil sie tagsüber aktiv ist und eben auch sticht und dadurch ein Lästling, der eben zum Beispiel das entspannte Kaffeetrinken oder den Restaurantbesuch in den betroffenen Gebieten erschwert und somit eben auch der Wirtschaft schadet. Auf der anderen Seite kann sie auch exotische Erreger übertragen, Krankheitserreger, insbesondere Viren, wenn sie mit Reiserückkehrern nach Deutschland gebracht werden und dann hier von der Tigermücke gestochen werden, kann es dann also zu lokalen Krankheitsausbrüchen kommen. Rechnen Sie damit, dass sie noch weiter ausbreitet und warum? Die Tigermücke wird sich weiter in Deutschland ausbreiten, einfach aufgrund der Tatsache, dass man sie nicht ausrotten kann. Man kann sie eben bekämpfen, aber eben die Population nur niedrig halten. Insofern gehe ich davon aus, dass sich aufgrund der klimatischen Verhältnisse, aber auch aufgrund des Reise- und Warenverkehrs in Deutschland die Tigermücke weiter ausbreiten wird. Welche Regionen in Deutschland sind besonders betroffen? Aktuell ist insbesondere die Region zwischen Freiburg und Frankfurt stark betroffen. Dort hat sich die Tigermücke sehr stark ausgebreitet, aber wir finden sie mittlerweile auch in Berlin und aktuell jetzt auch gerade der Nachweis in Würzburg. Was begünstigt denn die Verbreitung? Insbesondere der intensive Waren- und Reiseverkehr ist der Hauptfaktor. Die Tigermücke wird zum Beispiel in PKWs, LKWs oder auch im Zug verschleppt und kann insofern sich so in andere Gebiete ausbreiten. Woher kommt die Mücke und wie ist sie hierher gekommen? Wie wurde sie nach Deutschland verschleppt? Die Tigermücke kommt ursprünglich aus Asien und hat sich über den Altreifenhandel nach Europa sozusagen wurde sie verschleppt. Mit Altreifen, die Eier der Tigermücke wurden so verschleppt. Und innerhalb Europas hat sie sich mit Zügen, Flugzeugen, Autos weiterverbreitet, wurde also zum Beispiel von Italien nach Deutschland verschleppt. In Italien kommt die Tigermücke schon seit einigen Jahrzehnten vor. Wie kann man sie dann wirksam bekämpfen? Die wirksame Bekämpfung ist sehr aufwendig und sehr kostspielig. Viele Faktoren müssen dort zusammenkommen. Zum einen muss die Bevölkerung mithelfen, indem zum Beispiel kleine Brutplätze trockengelegt werden. Das können schon Blumentöpfe sein, die mit Wasser gefüllt sind, sind schon ein ausreichender Brutplatz. Da muss die Bevölkerung darauf achten. Auf der anderen Seite muss das mit einer professionellen Bekämpfung einhergehen, die zum Beispiel bestimmte Larvizide einsetzt, die also spezifisch die Larven der Tigermücke abtöten. Man kann auch die Männchen der Tigermücke sterilisieren, das heißt unfruchtbar machen, und das führt dann dazu, dass keine Nachkommen mehr entstehen, wenn sich diese sterilisierten Männchen mit den Weibchen paaren. Braucht man denn chemische Bekämpfungsmittel? Chemische Bekämpfungsmittel sind eigentlich nicht erforderlich, wenn man die anderen Bekämpfungsmöglichkeiten, das sind verschiedene Säulen, eben nutzt und frühzeitig das macht. Ziel muss ja eine nachhaltige, letztendlich auch eine umweltverträgliche Bekämpfung sein, ohne dass andere Insekten geschädigt werden. Und dazu ist also eine wichtige Säule oder dabei ist eine wichtige Säule die Bekämpfung mit einem Larvizid, das also sehr spezifisch Stechmückenlarven abtötet und insofern auch nachhaltig eingesetzt werden kann, damit es erst gar nicht zur Entwicklung von adulten Stechmücken, adulten Tigermücken kommt. Wie kann es also zu lokalen Dengue-Virus-Infektionen in Deutschland kommen? Dazu ist es eben erforderlich, dass ein Reiserückkehrer zum Beispiel aus Thailand mit dieser Virusinfektion nach Deutschland einreist und sich dann in ein Gebiet aufhält, wo die Tigermücke eben vorkommt und dann von der Tigermücke hier in Deutschland gestochen wird. Die Tigermücke kann dann das Dengue-Virus aufnehmen und es weiterverbreiten. Das wäre letztendlich das Szenario, wie es hier auch zu einzelnen Dengue-Virus-Fällen in Deutschland kommen kann. Wenn es dann einmal in dieser Tigermückenpopulation ist, das Dengue-Virus, wird es auf die nächste Tigermückenpopulation übertragen, über die Eier. Das heißt, das Virus kriegt man nicht mehr aus der Tigermückenpopulation heraus, es sei denn, man tötet alle Tigermücken und alle Eier, was eben sehr unwahrscheinlich ist, weil das sehr aufwendig und ressourcenintensiv ist. Kann man was zu der Wahrscheinlichkeit sagen, dass das eintreten könnte? Ja, also zur Wahrscheinlichkeit ist zu sagen, je mehr Tigermücken vorkommen, je höher die Dichte der Tigermücken ist und je mehr Reisen in Dengue-Virus-Gebiete stattfinden und je mehr Reiserückkehrer denn wieder in Deutschland in Gebiete kommen, wo die Tigermücke vorkommt, desto größer ist das Risiko und es wird früher oder später wird es zu diesen Fällen kommen. Wir sehen das in Frankreich, letztes Jahr alleine über 60
Dengefälle, die in Frankreich erworben wurden. In Italien gab es schon größere Ausbrüche mit einem anderen Virus, das durch die Tigermücke übertragen wird, das Chikungunya-Virus. Das heißt, das sind durchaus Szenarien, die man auch für Deutschland in der Zukunft erwarten kann. Aber hier ist auch nochmal wichtig zu betonen, wir sprechen immer über Einzelfälle oder kleinere Cluster, also Fallhäufungen, 2, 3, 4, 5 Fälle. Niemand spricht ja von großen Ausbrüchen, die wir in den Ländern des globalen Südens sehen mit Zehntausenden oder Tausenden Infizierten. Davon geht niemand aus.